Oh, was ist das hier? Schon nach 2 Tagen. Das ist irgendwie, das sieht ein bisschen auch aus wie das Krabbenfleisch, was ich hab. Du? Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Was denn? Was ist denn Sie los? Sie haben doch gesagt, Sie sind Arzt. Ich hab nie gesagt, dass ich Arzt bin. Können Sie mir mal kurz, vielleicht einmal kurz an die Klöten kneifen? Ich glaube, ich habe so eine Magnesium-Unterfunktion. Eine Magnesium-Unterfunktion gibt es gar nicht und ich bin kein Arzt. Und ich habe mich eben gerade übergeben, weil hier Ihr Medium-Crab-Meat mich vergiftet hat. Ja, weil es nicht durchgebraten war. Ja, Medium, hallo, das ist Cuisine. Mittelkrabbe-Fleisch, das ist die Größe des Fleisches. Ach, ich dachte, das wäre nur so leicht angebacken, oben und unten. Cooked Meat musst du essen. Aber Medium, ich mag es, wenn es noch so ein bisschen Rosé in der Mitte ist. Ich dachte, das wäre noch Rosé in der Mitte. Du hast gesagt, ey... Ja, jetzt ist es gekocht. Jetzt mit einem schönen Rosé-Ton in der Mitte, hast du gesagt. Ja, jetzt geht's mir gut. Jetzt brauche ich nichts mehr zu essen. Das hat mich schon... hat den Hunger gestillt, die Rosé-Krabbe. Hast du das eine Magnesium-Unterfunktion? Was hast du denn da für Phantasmen? Aber ich habe mich geheilt mit schön lecker Pipi. Ich will ja keine Angst machen, aber du leidest unter schweren Phantasmen. Phantasmengorien. Guck mal hier. Eine Kura. Eine Frucht. Ja, ich mache jetzt erstmal was wichtig ist fürs Überleben, ja? Warten. Und zwar ein Haus. Eine kleine Hütte. Kleine Inselhütte. Ja, wir müssen erstmal gucken, dass wir überleben, mein Freund. Brauche ich für so eine kleine Insel del Hütt eigentlich einen Hammer? Oder kann ich einfach so loshütteln? Weiß nicht genau. So, wir mal hier das. Mal hier so durch. Swappadoodeln. Zu essen, trinken. Was denn hier? Ist halt warm, ne? Ich geh mal hier. Die Frames, Alter. Hier, Wood Foundation. Brauche ich dafür einen Hammer? Kann es sein, dass man dafür einfach einen Hammer benötigt? Ja, aber es gab ja Hammer in Kisten, oder nicht? Ja, hier ist ja auch ein Hammer. So. Wir besitzen nun einen Hammer. Ich wollte mal kurz da drüben reindiven. Im Rübendiver? Rübendiven wollte ich machen. Ja, du brauchst wirklich... Oh. Ja, wo mache ich denn die Hütte hin? Und wie groß mache ich die Hütte, ist halt die Frage, ne? Ja, irgendwo am Rand am besten oder so, ne? Oder ist El Charco? Oh, geil, ich baue Hütte! Wall! Da ist El Charco. Wie groß mache ich denn? 4x4? Ja, mach doch mal 4x4. Okay, ich bin dran. Okay. Alter, ich werde auch immer stärker. Ich habe ein Schnurrbart bekommen. Cool. Captain Schnurro. Ich bin Zorro. Z steht für Zorro. Z steht für Zogi. Zogi. Ach, guck mal hier. Die Insel ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also wir sind jetzt offiziell umgezogen für die Leute, ne? Also ja, wir haben ja in der letzten Folge hier... Wir sind sowas von umgezogen. Wir sind umgezogen. Aber ich habe schon wieder irgendwie Glitches. Weiß auch nicht. Du hast viele Glitches. Es ist echt nicht wie früher. Okay, Mama, jetzt habe ich die Foundation. Ja, wir brauchen ja noch ein bisschen. Kann ich jetzt hier nicht connecten? Jetzt doch, hier geht's. Hier drüben nicht, oder was? Ah doch, hier geht's auch. Ich meine, wie gesagt, so eine kleine 4x4 Hütte, ja? Ja, so ein kleines Hüttchen, damit wir da so ein bisschen schön drin rumjammeln können. So. Kleine Jamaika-Hütte. Kleine Jamaika-Rumhütte. Eine kleine Jamaika-Rumhütte. Hoch? Gerade war ich nicht TS. Jetzt ist UV wieder hoch. Was? Hä? Ja, mein UV ist auch ziemlich hoch. Deswegen baue ich eine Hütte, damit wir uns schützen können. Hol mal ein bisschen Aloe. Geh mal den Aloe holen. Ich weiß nicht, wir haben hier kein Aloe. Dann schnapp dir das Boot. Das ist ja irgendwo da zwischen den anderen Booten. Und begeb dich auf die lange Reise und finde für uns Prinz Aloe. Ich glaube, Prinz Aloe... Boot. Na, wir werden echt verrecken. Und dann hast du noch eine schwere Magnesium-Unterhoden-Funktion. Das ist gefährlich. Ja, was stimmt mit dem Mann da drüben, nicht, der da zitternd in der Sonne liegt? Er hat eine Magnesium-Unterhoden-Funktion. Großer Gott. Aber Gott, wenn du doch jetzt allen bei hier so eine Hütte baust. Ja. Dann brauchen wir doch nicht so viel Aloe erstmal. Also dann für die Reisen später. Ich bin auch wieder irgendwie unbesiegbar oder so. Ich weiß es auch nicht. Es ist. Okay, Mama, ich kann hier eine Woodwall machen. Und das ist dann so der Eingang. Das ist eine richtige offizielle Hütte, was ich hier baue. Oh.
Alter, lässig. Alter, Stachelrochen, Junge. Ja, dann lass doch den Rochen in Ruhe. Ich hau ab hier, der hat mich gerochen. Boah, und hier vorne mache ich dann schön mit Fenster, ne? So schön, dass man die Aussicht irgendwie bewahrt. Ja. Es kommt ein Sturm. Du wirst mir noch dankbar sein für die Hütte. Du wirst noch sagen, Gott sei Dank hat dieser Intelligente... Kann ich denn, wenn ich jetzt hier von dem... Jetzt der Holzstapel eh alle, ne? Wenn ich jetzt Holz nehme, kann ich das hier einfügen dann? Nee, ne? Aber ich versuche hier gerade eine Hütte zu bauen. Ist nicht so einfach, wie man denken mag. Liegt eine Kartoffel. Dann schiebst du dir in den Mund. Solange sie noch frisch ist. Oh Mann, wir haben schon wieder einen Sturm. Okay, ich brauche nur mehr Stöckchen. Ich habe hier jetzt noch ein, was ich hatte, hingelegt. Also Stöcke sind unser Manner. Okay, hier habe ich noch mal ein bisschen was. Ich glühe auch richtig. Also ich habe richtig so ein Sunburn auf der Oberlippe. A little Sunburn. Und vergiss nicht, du musst immer hier auch unter die Wasserdinger, musst immer mal wieder Palmenblätter drunter, ne? Weil wenn man so ein Sunburn hat, hat man auch ganz schön Sundurst. Einen schönen Sonnendurst. Ja, so einen schönen Sonnenbrand im Hals halt, ne? Richtigen Brandmund kriegst du davon. Brandmund. Richtigen Krabbenbrandmund habe ich hier. Ich brauche wieder einen Hammer. So, Wood Wall. Also die Hütte wird, guck mal, das wird schon so eine richtige kleine Hütte, wo wir uns vor dem Sturm schützen können. Haben wir noch einen Hammer irgendwo? Vielleicht. Ich weiß es nicht. So, ich brauche halt Stöcke. Aber ich will auch nicht die ganze Insel abroden, weil ich irgendwie dann denke, vielleicht wächst irgendwas. Treibgut. Ab und zu gibt es ja auch so Treibgut. Kannst du draufhauen, es gibt Stöcke. Ja, also Driftwood. Palmen haben wir doch. Wir brauchen ja die Palmen nicht mehr zum Sonnenschutz, wenn wir. Ja, die Palmen geben eh nichts. Die Palmen geben keine Stöcke. Einzige, was Fikus gibt. Doch, klar geben Palmenstöcke. Nein, Palmen geben Baumstämme und. Ja, und wenn du dann auf die Baumstämme noch länger einschlägst, kriegst du Stöcke. Ach, die werden zu Stöcke? Ja. Aber ich mag das, dass das Spiel immer so desynkt. Das ist okay für mich. Ja. Schön. So kann ich leichter überleben. Ja, ja. Ja. Ist wirklich so. Ich weiß halt echt nicht, was hier manchmal los ist, aber... Aloe los ist, ne? Aloe los ist. Ich könnte jetzt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag tauchen und... Dann würde nur deine Uhr wieder anfangen zu piepen, weil ich dann wieder irgendwie tot bin, aber weiterlebe. Das war ja auch so ein Problem. Ja, und deswegen wurde ich von der Gemeinde gesteinigt. Ja, also, aber wenn du willst, kann ich das nochmal machen. Ja, nee, bitte lass es. Ach, da waren doch viele bei, die haben gesagt, hey, cool, endlich mal piepen. Das Piepen hat meine Seele erfreut. Ich hab schon immer gedacht, warum piept's halt nicht, ne? Es gibt einfach zu wenig Let's Plays mit Piep. Ja, eben. Aber Keystro hat diesen Markt endlich entdeckt und endlich befüttert. Mal. Ja. Danke, ja, Keys. Die gehen schon bei anderen Leuten, gehen die halt so in die Streams und sagen, bei dir piept gar nicht, ich guck lieber Keystraw. Ja, 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 genau so ist es passiert. Nee, es hat nicht nur irgendwie 60, 70 Dislikes, aber ja. Es hat total Spaß gemacht, danach habe ich 2 Stunden lang meinen Kopf an der Heizung gerubbelt. Ja, ja, das finden die Leute geil. Heizungskopf. Schön abgeruppelt. Geh mal kurz darüber. Geht doch irgendwelche Wale streicheln oder sowas in der Zeit. Hier müssen wir auch noch irgendwann ein dickes Walauge werde ich mir holen. Ich weiß, wer sie am Ende wieder aufhängt. Ja klar hänge ich die auf. Das ist doch der Sinn des Spiels. Ich habe gesehen, hier kann man Köpfe aufhängen. Ja, da mach ich mit. So, machen wir jetzt bei euch Dach. Mit dem Woodfloor ist auch gleichzeitig das Dach, oder wie? Oh, eine Tür, was brauche ich für eine Tür? Uff. Boah, Alter, was ist denn hier alles drin? Sag mal, haben wir noch hier so Planken? Planken. Ein paar schön geschrubbte, nackte Planken wären ganz gut. Schön geschrubbte, nackte Planken?
Da liegen Planken zum Beispiel. Weil könnte ich so eine schöne Plankentür könnte ich dann machen. Also eigentlich, wenn ich auf so ein Fass schlage, kann ich auch irgendwas rausholen? Nee. Wolltest du nicht so einen Hobostauf machen? Haben wir ein Fass da? Irgendwann habe ich mal irgendwo ein Fass hingeschleppt, ja. Ich brauche noch eine Planke. Dann oh, warte, kann ich die mitbringen? Eine High-Quality-Tür machen. Ah, ich habe eine. Habe eine sogar. Aber bring trotzdem mit. Braucht man immer die Dinger. Ich muss irgendwas wegwerfen oder das hier essen. Die Leute fragen mich immer, Kies, warum ist eigentlich Kreis mit dabei? Dann sage ich immer, naja, jede Truppe braucht einen Clown. Fliegen Sardinen. Genau das meine ich, genau das meine ich. Warum hat Kreis eigentlich immer so besondere Fähigkeiten im Spiel entwickelt? Warum kann er Uhren piepen lassen? Er ist halt so ein halber X-Man. X-Man ja, ist auch nur jemand schon, mit einer Behinderung. Im Endeffekt, ja, je nachdem aus welcher Sicht. Ne? Das ist halt... Corona-Impfung 10 Jahre danach. Ne? Hier, guck mal. Was für Kräfte hast du denn bekommen? Ja. Also meine sind, ich bin immer müde und... Aber ich kann nicht mehr richtig atmen. Ich habe irgendwie zugenommen, das muss auch daran liegen. Nebenwirkungen, Gewichtszunahme. Ja, klar, daran liegt's. Sag mal, wolltest du nicht irgendwie... Da ist ja nicht mal... Das ist ein Gerüst, da ist ja kein Boden, da ist ja keine Decke. Hä, natürlich, ist doch gebaut. Wo ist das ein Gerüst? Echt jetzt? Also, bei mir sieht das aus, als wäre da nichts. Es ist schon fast fertig, das Ding. Kannst da rein und alles, kannst dich hier im Schutze... Guck mal hier, ich falle hier runter, siehst du? Hä? Mir ist es gebaut, ist fertig. Bei mir steht das ganze Ding, ganze Lachs. Bei mir steht gar nichts. Guck mal, hier hast du gesehen, die beiden Kisten, die ich mitgebracht habe. Guck da mal rein, Junge, was da alles drin ist. Alter! What? Camus und seine Kisten. Camus? Meinst du, sind das größere Kisten? Aber hier haben wir auch eine Kiste. Ist die kleiner? Weil da so viel reingeht. Weiß ich nicht. Ich hätte halt gerne. Eine Kiste. Ist kein Hammer drin, ne? Ich brauche eigentlich einen Hammer. In die eine Kiste habe ich ziemlich viel Essen gepackt, aber ich brauche offensichtlich nichts zurzeit. Oh, cool, dass du wieder unsterblich bist. Das freut mich, dass du das Spiel wieder durchgespielt hast. Ja, beim nächsten Mal bin ich dann wieder sterblich. Ist eine feine Sache. Dafür kann ich kein Dach sehen. Aber hier ist nichts. Da ist alles gebaut. Ein Dach, Boden, 4x4. Wände, Fenster, Aussicht. Ja, ja, ich sehe nur 4x4 sehe ich. Aber bei mir sind die hinteren beiden Böden hier Fensterholz und so. Steht Baustatus, ein Schlag quasi. Dann gebe ich dir einen Hammer rüber, vielleicht kannst du es dann fertig machen. War nicht auf dem großen, auf diesem großen Schiff bei uns auf der Insel, war da nicht ein Hammer, war da nicht eine Kiste mit 2 Hammer drin? Hammer? Nee, irgendwie, ich bin da ja gerade rüber geschwommen. Also auf dem, was noch über der Oberfläche ist, ne? Oder meinst du das, was so schräg ist? Nee, das über der Oberfläche. Nee, da habe ich jetzt keinen Hammer gefunden. Und das, wo so ein bisschen weiter im Meer ist? Ja, das meine ich ja. Da habe ich keine. Das Schräge? Das weiß ich nicht. Da gehe ich mal gucken. Vielleicht auch einfach random jedes Mal, wenn er irgendwie neu connectet. Sind andere Gegenstände drin. Einfach so auf connecten, bis Quadcopter kommt oder was? Ja, das ist die Kreis Industry. Das ist the way of Kreis Industry. Aber da ist ein Lederriemen drin. Ja, deine Mom haben die in die Kiste gesteckt? Frech. Wie viel Riemen Bill? Oder wie hieß er? Alter, ich bin, also Physicals und so bin ich richtig tough. Ich meine, du brauchst es alles nicht mehr, weil du unsterblich bist, aber ich muss halt noch Legit spielen. Ich hab keine Ahnung, ich müsste dann jetzt nochmal disconnecten und wieder rein. Dann, manchmal geht's, manchmal nicht. So, das ist unsere kleine Sonnenschutzhütte. Sie ist nicht schön, aber sie schützt. Wie meine Mutter immer gesagt hat. Junge, du bist nicht schön, aber du schützt vor Vergewaltigern. Ja, weil die weglaufen. Ja, deswegen, ja. Der Kuhn, ey. So, was ist denn jetzt eigentlich unsere heilige Mission? Jetzt haben wir eine kleine Hütte, wir haben das Überleben gesichert. Jetzt müssen wir in der Welt umher schwimmen und weiter leveln und forschen, oder? Leveln und forschen, ja. Ich habe noch eine Kiste gefunden. Also die Kiste, wie viele Kisten gibt es denn hier eigentlich, Alter? Und werden wir das Zeug am Ende alles brauchen? Muss ich mir gleich mal kurz den Hammer musst du mir gleich mal ausleihen kurz. Bring Moment. Noch eben
Hier eine Kiste hin. Ich habe hier ganz viel Palmwedel. Hä, bei mir wird hier ein Fußboden angezeigt. Hä, bei mir stehst, bist du neben mir. Wo ist denn dein Fußboden? Hier, auf, stehst auf dem Fußboden drauf. Hier. Bauen kann ich ihn nicht. Unser Campfire ist leer. Wir brauchen Stock. Wir müssen ihn in die Hand nehmen, ne? Das weißt du. Ja, ja. Klopfe auch, geht aber nicht. Ne. Das ist eine wunderschöne Hütte, die ich hier gebaut habe. Ja, ich würde sie gern genießen, aber werde sie mir wahrscheinlich erst beim nächsten Mal ansehen können. Haben wir noch Stöcker? Ich habe den Hammer große hier hinten hingelegt. Wo? Hier, wo ich stehe. Irgendwo. Weil den dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Der ist sehr wichtig. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich schlafen. Hier drüben. Sleep. Du musst dich mit mir zusammenkuscheln. Ready? Ja. Oh. So, wollen wir mal... warte mal, ich hau mal das Ding hier weg. Fülle das jetzt hier. Es ist extrem gedieselt. Ich sehe nicht mal mehr diesen Fikus hier. Also der ich sehe den Fikus, aber ich kann den Fikus nicht... Ne? Ja, meinst du, wir müssen neu starten? Weiß ich nicht. Also ich kann, weißt du, ich sehe den Dings. Lass mal kurz speichern Essen. Oder so. Ja, geh mal speichern. Weil sonst ist es nämlich wieder so gedieselt. Ich habe gespeichert. Ich auch. So. Kreis, siehst du sie? Diese wunderschöne Hütte, die ich zu deinem Schutz gebaut habe. Ich kann sie sehen. Das ist sie. Ich habe auch wieder einen Ausdauerbalken. Wenn du hier reingehst, da ist schön kühl. Merkst du es? Fühlst du es? Geil, ne? Ich spür's ein bisschen. Allerdings ist mein Rucksack jetzt komplett leer. Ja, weil du halt wieder irgendwo mit deinem Heckrucksack halt die... Zum Glück habe ich die Kisten abgeliefert. ...empfindlichen Sphären dieses Spiels beschädigt hast. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo kriege ich jetzt ein Fass her? Auf dem Schiff. Ich habe auch keinen Speer mehr, ich habe gar nichts. Ja, das ist halt das Spannende. Neu machen. Ich hole ein Fass. Machen wir uns dann so ein Hobo-Ding. Guck mal, hier liegen Sachen rum. Hier hat irgendjemand einen Speer verloren. Oh, ja. Pflanzen. Oh, ja. Die liegen einfach hier, wo ich stehe. Ah, okay. Dann sammle ich das gleich wieder ein. Gegenüber vom Boot, das so ein bisschen schepp hängt. Das ist nämlich mein Rucksackinhalt. Ja, halt mal weniger Glitch und Bug-Abusing machen und sich wie Gott fühlen, ne? Würde halt auch mal gut tun. Ja, oh nein, warum kann ich das Fass nicht mitnehmen? Können nicht alle auf Ultra-Jesus machen? Du musst das schleppen. Nee, hier, die sind irgendwie zusammengekettet oder so. Ja, du musst sie kaputt schlagen, die Kette. Kann ich nicht. Doch, dagegen hauen mit irgendwas Scharfen. Messer oder so. Ja, einfach dagegen. Einfach drauf. Ich komm. So, aber wir wollten jetzt. Also, ich mach einen Smoker. Ich glaube, das ist eh das Beste, was wir machen können. Ich habe zwar einen Ausdauerbalken, aber der bewegt sich nicht. Ist gut. Ist ein Vorteil. Bin halt ultra fit. So, wo sind meine Sachen? Beim Boot? Bei diesem. Guck mal hier, wir haben jetzt einen Smoker. Das ist eigentlich besser als das Fass. Also können wir Essen smoken. Warte, komm mit. Hier irgendwo vorne, hier. Ah. Oh. Hier sind schon mal so ein paar Sachen. Das ist zwar nicht alles, was ich hatte, aber... So, also wir können jetzt hier Essen absmoken, ne? Ja, aber ich habe nichts mehr. Ja, angeln gehen. Ich gehe mal ein bisschen angeln. Ja, und wenn es hier halt mal wieder zu Sweaty Lana wird, gehst du einfach in die Hütte rein. Easy. Ja, jetzt haben wir das Spiel durchgespielt. Jetzt haben wir gewonnen. Wir survivalen jetzt. Ja, jetzt ist alles easy. Ich habe schon direkt eine Krabbe getötet. Siehst du, es geht total locker. Total locker. Oder kack, ich bin mal so ein Überlebenskünstler, du. Und wie schnell du hier auch Fisch holst. Das Überleben ist ja Pillepalle. Gar nichts. Geht ein bisschen diven. Einfach eine Möwe, einen Stein in die Fresse geworfen und schon überlebt. Kann ich jetzt
immer nur einen Fisch smokern? Das muss ich jetzt halt auch noch rausfinden. Und diese leuchtenden Korallen sind giftig, ne? Also wenn man, also alles, was unangenehm in der Natur leuchtet, ist unangenehm, richtig? Ja, ja, ja. Das meiste, ja. So, guck mal. Ist hier irgendwo noch ein Stock? Boah. Schwierig. Ich brauche so ein Messer, ne? Um die auszunehmen. Was brauche ich denn für so ein Messer? Stock. Hier, so ein Messer brauche ich wieder ein Seil. Okay, Seile. Der ist einfach so hart gedesynkt, ne? Das ist unglaublich geil. Ja, wie gesagt, weniger die Bugs abusen. So, Moment, jetzt kann ich mir hier so ein Supermesser machen. Jetzt kann ich hier skin. Alter. Oh, gross. Der Survival-Johnny hier. Der Disgustete. Ich würde Krabbe hier hinlegen. Wäre schon wieder randvoll mit allem. Hey, haben wir noch einen Stockstapel? Ne, haben wir nicht, ne? Oh, da kannst du richtig reinhängen. Guck mal hier. Warte mal, wir brauchen nur Feuer. Ne, wir haben keinen Stockstapel mehr. Deswegen bin ich ja der Meinung. Hä, du kannst schon mit so einem ganz normalen Messer. Kannst du auch schon die Fische auseinandernehmen. Es geht auch schon mit so einem scharfen Stein. Brauchst ja gar nicht das Bessere. Oh, ist disgusting. Brauchst du, glaube ich, für die Krabben oder so. Voll easy. Haben wir noch einen Anzünder irgendwo? Nee, warum eigentlich nicht? Ja, wir brauchen Stöcke. Holen wir mal, ich hole einen Stöcke. Ich habe einen im Inventar. Mal, ich mache ganz kurz hier Feuer an. Boah, jetzt haben wir lang haltbares Fleisch. Alter! Daddy kümmert sich um sein Schäfchen. Geh's an. Zack, da wird abgesmokert. Mhm. Das so dauert die Profis. Das dauert aber lange hier, ne? Das Smoken. Aber es ist kein Humus. Noch ein Lagerfeuer. Wie Humus willst du auch noch drauf haben? Humus? Hoch. Hier, Erbsen. Oh, da muss aber noch ein bisschen Humus drauf geschmiert werden. Was gibt's denn? Die Brille in das Humus reindunkt, ne? Ja, ja. Alles dunkt er da rein. Mich dünkt er dunkt. Mich dünkt er dunkt. Aber hier drin ist direkt kühl, wenn du reingehst. Ja, klar. Das ist so ein richtiger Cool-Hit. Die coolen Kids hängen in der coolen Hütte rum. Die cool Kids. Okay, mal ein Stöckchen brauchen wir noch. Oh ja, ich muss mich auch ein bisschen abkühlen. Aber jetzt langsam, ne? Das ist jetzt schon eine Basis. Oh, es ist geil hier drin. Ah, gibt's eigentlich sowas wie eine Werkbank? Was muss man denn hier alles machen? Moment. Also, Crafting. Was habe ich denn da Neues? Splint. Ey, ich kann schon so viele Sachen machen. Wie kriegen wir denn Lehm? Wir müssen... Ich habe da vorhin so ein paar Kinder spielen sehen. Die hatten Dreidel. Die müssen wir hinwegnehmen. Hallo, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Okay, oh, er steht so still. Ich schaue mir ja gerade Sachen an. Was brauchen wir denn? Hier gibt es auch Story-Sachen. Trophäen, Trophäen, Trophäen. Und dann kann man das Boot, das Flugzeug. Engine-Part, Propeller-Part, Ruder-Part, Radar. Boah, hier, was du für Vehicles alles bauen kannst. Ja, krass. Alter, der Gyrocopter. Dafür brauchst du einfach nur einen Gyrocopter-Part. Und ein Gyrocopter-Seat. Für einen Gyrocopter brauchst du einfach nur einen Gyrocopter. Ist doch ganz einfach. Easy. Geschenkt. So, ich habe mich ein bisschen runtergekühlt. Vielleicht war, drin, ja was, ne? Vielleicht war ja was in der Kiste. Ich habe ja so drei Kisten mitgebracht. Vielleicht war da irgendwas Geiles drin. Ja, aber wir sind auch, glaube ich, nicht in der Lage, das zu verwenden. Ich mache jetzt noch ein zweites Lagerfeuer. Da kommt dann unser Hobo-Grill. Hobo-Grill von Taiko. Taiko? Klar, Taiko Hobo-Grill. Taiko Tech? Taiko Tech, eine Unterfirma von Kreis Industry. Taiko Tanga Techs. So, wo ist das Fass? Ich bin extrem gesund. Ich kann das Fass nicht holen. Warum? Was fehlt? Ich kann nichts machen. Wenn ich hier gucke, ich kann nicht mal einen Baum schlagen. Ich kann mir nicht mal ein Messer basteln. Okay, warte. Hast du einen Stock noch? Da ist ein Stock. Ich habe einen Stock irgendwo hingeworfen gerade. Warte mal, also jetzt versuche ich,
ein Messer. Dicke da drauf. Okay. Was passiert? Du hast doch eins in der Hand. Jetzt habe ich. Nee, das war der kleine Stock. Jetzt habe ich ein Messer. So, und jetzt versuche ich Tycho-Tech-mäßig da hinten. Mr. Tycho-Tech, jetzt. Guck mal, hier wachsen wirklich die kleinen Tycho-Boys. Guck mal, da liegt doch ein Fass auf unserem Ruderboot. Wie, ja, das hast du letztens geholt. Und dann stimmt, sagt er, wir haben ja, ist mir jetzt wieder eingefallen. In so einem Hobo-Stove kannst du halt viel mehr. Ja, deswegen will ich auch einen. Anfertigen. Mit meinen Jedi-Kräften versuche ich es fast da hinten hinzubringen. Muss man da irgendwas. War mal. Bei Männer gestrandet mit Telekinese. Sie haben telekinetische Fähigkeiten. Oh, oh, Hobo. Alter, ich bin der Baumeister. Aber guck mal, das ist auch hier smoked. Guck mal, das ist schon durchgesmoked. Das dauert gar nicht so lang. Oh, geil. Oh, geil, das ist richtig. Oh, das ist knusprig. Ich will auch mal eins testen. Das ist richtig gut. Das ist feines Jerk, sag ich dir. Das ist ganz schön dunkel gejerkt. Schönes Fein Jerk. Dark Jerk. So schmeckt es am besten. Dark Jerk. Darkman. Bist du Rassist oder wieso willst du mein Jerk nicht essen? Ich weiß doch nicht. Oh nein! Was hast du jetzt? Hast du zu viel Dark Jerk genascht oder was? Weiß ich nicht. Ich bin wieder krank irgendwie oder so. Aber wie kann ich jetzt auf einen Hobo-Grill was draufwerfen? Weiß ich nicht, hast du denn Fische oder so? Ja, will er nicht. Auf was bist du denn jetzt wieder getreten? Ach, ich weiß es nicht. Irgendein Stove. Ich muss erstmal mein Dark Jerk naschen, ich bin sehr hungry. Jetzt habe ich schon wieder Brocken. Oh, das Dark Jerk. Das hilft mir aber gut. Es gibt Kraft, du. Ist natürlich keine Pipi-Pflanze hier irgendwo gewachsen, ne? Hier wächst doch manchmal Pipi auf den. Diesem. Nee, das Pipi Potalon zeigt sich nur alle 400 Jahre. Dann Leute. Gehen wir noch ein bisschen Fisch holen, du. Ein bisschen Sardinen dippen. Ja, Ding Ding. Oh Mann, ey. Boah, der Survival King schlechthin. Alter, Hunting nochmal voll hochgebuddert. Papa hat leckeren Fisch dabei. Ja, 6 Sardinen rausgedutscht. Oh, ich hab Diskus und so gefangen. Aber ich kenn so einen Clownsfisch, aber anscheinend sind die nicht bekömmlich, ne? Wahrscheinlich nicht. Aber schon irgendwie geil, man schmeißt erstmal die Sardinen auf den Boden. Irgendwie lässig. Aber ich finde so ein Smoker ist auf jeden Fall das Geilste. Da kannst du schön viel an die Kette hängen. Und es geht eigentlich relativ fix, oder? Ja. Dafür, dass es dann schön haltbar ist. Ich hab hier ordentlich Diskus am Start. Kann man das jetzt hier drauf tun, oder was? Ich würde sagen, nächste Operation halt wirklich gucken, dass wir ein Boot bauen, das mehr kann, als einfach nur von uns mit einem Mann bepaddelt zu werden. Na toll, jetzt habe ich das Feuer ausgemacht. Man kann nur einen da reinhängen? Wie doof ist denn das? Hast du noch einen Feuerstrauch? Der Hoboofen, der ist glaube ich nur zum Aufwärmen, kann das sein? Aber da ist doch ein Rost oben drin, also ist auch dumm. Hä? Hier ist noch gekochter Fisch, wenn du essen willst. Der ist jetzt nur geguckt, der ist noch nicht durchgeräuchert. Aber nö, ich brauche ja noch nichts zu essen. Ich brauche halt nur irgendwann dann in der nächsten Folge wahrscheinlich, muss ich gucken, ob wir irgendwo eine Pipi-Blume finden. Soll ich ihn jetzt nochmal anfeuern in den Ofen? Ja, kannst du machen. Aber da steckt halt jetzt nur ein Fisch drin. Jetzt, da kannst du einen Fisch reinstecken in den alten Ofen. Und nichts drauflegen. Oder muss man erst noch einen Grill anfertigen? So eine Grillscheibe. Hast du mit dem Spieß aber auch reingehangen, ne? Ja, ja, eben sag ich ja. Das ist. Irgendwas ist da nicht. Das ist nicht ganz koscher hier. Ich glaube, der ist nur zum Aufheizen oder so. Ja, mir wird auch ganz schön heiß. Das Räucherding ist schon am besten. Ja. Räucherding ist nice. Cooking Level Up. So, jetzt schauen wir mal. Also, wir müssen in die Welt hinaus, ne? Ja. Wir müssen in die Welt hinaus. Wir müssen Pipi-Pflanzen finden. Also müssen wir unser erstes kleines Floß machen. Ja, ja. Wir sollten dann als nächsten Plan ein kleines Floß oder so. Es wäre geil, wenn wir uns hier irgendwie sowas wie einen Antrieb machen.
Also ein Segel können wir easy machen. Ein Ruder können wir auch easy machen. Ein Motor ist halt jetzt das nächste Ding. Dafür brauchen wir halt ein paar Sachen. So ja, halt so aber hier, guck mal hier. Zusammen Transportmittel, hier ist zum Beispiel eine Treibstoffpumpe. Ja, wir brauchen halt eine Batterie oder sowas irgendwie. Hier, wir brauchen Electric Parts. Haben wir. Fuel. Filter. Haben wir. Engine. Fuel haben wir auch. Und aber das Duct Tape. Müssten wir eigentlich alles hier in den Kisten haben. Guck dich mal hier in den Kisten um. Müsste alles drin sein. Dann könnten wir eigentlich schon bald loslegen. Uns hier ein Boot zusammenzuschustern. Das wäre so der nächste Big Steppo. Ja, Freunde. Ja, ne? Schauen wir mal. Der unbesiegbare Kreis wird das Spiel retten am Ende. Ja, weil er halt auch nicht draufgehen kann. Außer er hat nur eine Fähigkeit. Anderen Leuten Uhren zum Piepen bringen. Und sie damit psychologisch in Wahnsinn zu treiben. So, ich gehe mal in eine Hütte. Gute Nacht. Gute Nacht. Bewertung da lassen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Wir sehen.